So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Little Nightmares 2. Wir haben Six mit am Start und wir sind in sowas wie einer Art Geschäft, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Aber es geht weiter. Wir ziehen weiter durch. Okay. Das schieben? Irgendwas? Ja, moin, geht schon wieder richtig gut los. Okay. Da hat wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, zurück komme ich nicht. Also irgendwas muss hier gehen. Vielleicht über die Mülltonne? Nö. Ja, jetzt stellt er sich mal hin. So, wir gehen mal übers Dach drüber und versuchen mal hier Six irgendwie weiterzuhelfen. Ah ja, jetzt kann ich da dagegen drücken und dann... So, zieh mal durch! Aber wir ändern jetzt erstmal den Hut. Guck mal, den Mokujin. Ja, und dann ziehen wir das hier mal auf. Ah ja. Und weiter geht's im Schacht. Was ist das? Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir hinkommen. Ja, ins Krankenhaus, oder? Ja. Habe ich auch schon Bilder gesehen von, Alter. Ach. Rein mit uns. Uiuiui. Gut unterrichtet, ja. Das war noch die Trophäe für die Schule, Leute. Willkommen im Krankenhaus. Der sah auch so creepy aus, aber wie gesagt, diese Lehrerin, das ist für mich, die war für mich der absolute Mega-Horror. Muss ich ehrlich sagen, die war so widerlich. Mit ihrem langen Hals und so. Ist da hinten irgendwas? Sieht man da was? Nee. Also wir sind jetzt in einem Krankenhaus, Leute. Und ja, wir schauen uns hier mal um. Und drück mal mit auf. Ah, holy hell. Alter. Was geht hier ab? So, bisschen Super Mario Action, bisschen Jumpen. Noch keinem geschadet. So. Gehen hier rüber. So, wir klettern hier durch das ja, Krankenhaus mit ja, beste Betten. Sowas nenne ich Einzelzimmer. Alter Schwede. Wir haben es geschafft über den Bettenraum. So. Okay. Wir nehmen das Ding jetzt mal mit. Ich gehe mal von aus, dass wir es mitnehmen müssen. Es sieht aus wie eine Art Energiezelle. Stopfen sie einfach mal da rein. Dann denke ich mal, dann geht irgendwie eine Tür auf oder wieder Licht an. Aufzug ist da. Brudi. Komm mal hin. Ey, mach mal hier kein Auge. Wir müssen uns beeilen. Hui. Wieder mal Glück gehabt. Alter, wie uns die Alte vorhin mit ihrem Kopf durch den Schacht verfolgt hat, darüber bin ich immer noch psychisch nicht ganz hinweggekommen. Alter, Leute, das war so übel. Oh ja, ja genau, das habe ich im Trailer gesehen. Ich sollte mir eigentlich weniger Trailer anschauen, da weiß ich eben nichts. Das ist so absolut... Silent Hill mäßig.
Okay. Genau. Uah. Diese Musik, Mann. Eklig kann sowas eigentlich sein. Alter, was geht hier ab? Okay. Machen wir das Licht wieder an. Man sieht halt echt nichts. Was hat das? Disco Light. So. Geht's hier rechts weiter, oder? Scheinbar. Bettpfannen und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh Mann, ist das creepy hier, ey. Vor allem, ich weiß, was jetzt gleich kommt und das ist so ekelhaft. Hallo? Also erstmal nach rechts gehen und dann schauen wir uns in diesem creepy Gang um. Obwohl ich. Mal, warte mal. Das ist bestimmt wieder ein Schlüssel oder zu oder sonst irgendwas. Ja, ist zu. Okay. Komm mal mit, Brudi. Was war das? Das ist so eklig. Da müssen wir ja scheinbar rein. Okay, da ging nicht wirklich was, deswegen gehen wir mal hier weiter. Es ist so eklig. Okay, bisher ist noch nicht viel passiert. Licht können wir ausmachen. Geht hier eigentlich? Erstmal eine Coke rauslassen, Brudi! So. Einmal da dagegen geschmissen. For three! Score! Okay, das ist kein Krankenhaus. Das scheint mir jetzt eher eine Psychiatrie oder sowas zu werden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das Ding wieder ausschalten? Zieh mal durch, Oma. Ich check das zwar irgendwie nicht, warum man das macht oder wie man das, aus welchem Grund oder so, aber naja, ist eigentlich immer dieselbe Tastenkombi, so bisher. So, wir ziehen wieder durch zur Tür. Komm, diesmal schaffen wir es! Nicht. Alter. Okay. Alles gut bei dir? Ja, und jetzt, glaube ich, geht der Funk ab. Das ist hier, glaube ich, der Wartebereich. Alter, die Musik, ey. Lass mal Röntgenbild machen. Hallo? Hey. Okay. Geht jetzt hier ab. Ah, in diesem Teddybär. Seht ihr das da hinten? Da ist ein Schlüssel drin. Seht ihr das? Also auf dem Röntgenbild. So schwurscht der Teddybär, Bäber. Wir ziehen mal mit rüber. Na, wartet mal kurz. Hier, schaut mal her.
Der da hier. Nee, nicht der. Unnett. Schmutz. Sondern der. Okay. So. Den schmeißen wir dann nämlich da rein. Unten im Keller kann man Sachen verkokeln. So, wir sind im Keller. Jawohl, wusste ich doch. Bruder, du solltest aber da nicht rein. So, Bär müsste Geschichte sein. Alter, schmeiß doch jetzt hier wieder nichts rein. Yay. Alter. Verkugel mal auch. Hast du auch was hinterlassen? Nein, nur Asche. Ich hab ihr Spielzeug kaputt gemacht. Let's go. So, jetzt haben wir immerhin den Schlüssel. Schlüssel haben wir. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Hätte ich gesagt. Schmutz. So. Hier brauchen wir sowas wie Zellen. Der Aufzug geht wahrscheinlich erst, wenn wir die zwei Zellen da reingeschmissen haben. Ich meine, kannst du mal probieren. Magst du... Und jetzt kann ich nicht mehr hupfen, oder was? Das ist ein Grotz. Also ich kann gerade nicht mehr rupfen. Nur so zur Info für euch. Aus welchem Grund auch immer. Kann ich jetzt nicht mehr rupfen. Alles klar. Sorry. Sowas mag ich nicht. Du mittendrin aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf einmal die Sachen veränderst. Kann ich unten wieder springen oder ist jetzt das Spiel im Arsch? Ich kann nicht mehr rupfen. Hä? Okay. Muss man nicht verstehen. Weil der X-Knopf funktioniert noch, oder? Ja. Okay, okay. Jetzt wird's gleich eklig. Alter, was ist das hier? Ein Krankenhaus oder eine Puppenfabrik? Ich weiß, das sind alles Prothesen und so, aber... Okay, hier geht nichts. Kann ich da was dagegen schmeißen? Kann ich diese Prothese aufheben? Nee. Okay. Magst du das Licht anmachen? Ich hätte ja gesagt, ich hätte die Seite da dieses Ding da einschmeißen müssen, aber ich habe nichts zum Schmeißen. Schauen wir mal, ob wir was finden. Ah ja, sehr gut. Dann nehmen wir hier mal diesen Schuh. Oder was auch immer das ist. Schmutz. Okay, das hat gar nichts gebracht. Hilf mir mal. Okay. Das ist wohl nicht das Rätsels Lösung. Ah, da hilfst du mit. Das ist das Rätsels Lösung. Sehr gut. Oh mein Gott. Ist das noch ein echter Mensch, oder? Hell. Ih, Alter, was geht hier ab, Mann?
Alter, ist das eklig. Okay, also ich muss so eine Art Dodge machen. Tschüss, hässliche Schmutzhand. Geh halt da rein, Bruder. Tschüss, Schmutzhand. Einen anderen habe ich wieder zurückgelassen. Bin wir ganz alleine unterwegs. Ah, die Schmutzhand ist weiter am, haben wir weiter am Arsch. Oh shit, man. Aber Ronaldinho ist am Start. Okay, okay. Cool, cool, cool. Die Schmutzhand ist da. Was ist das hier eigentlich? Ah ja. Das ist ja voll die Gichthand, Alter. Zeit zum Durchziehen, Brudi. Ja, und jetzt? Was ist denn das für ein Rotz, Alter? Ah. Verpiss dich! Jetzt auf die Wichsgriffel, Alter. Willst du noch eine Runde? Game over. Exakt, scheiß Game over, Mann. Alright. Ich hoffe, das Ding bleibt liegen. Und wacht nicht wieder Halter im Himmel auf. Ach Gott. Ja, also. Schieb mal den Müll hier weg. Kann man das da hier irgendwie wegziehen? Okay. Kann ich da drauf eigentlich? Nö. Wusste ich doch. Dass das irgendwie gehen muss. Servus. Johnny, bist du noch da? Six? Ja, wo ist Six hin, Alter? Alter, was machst denn du hier? Hallo? Kommst du? Bist schon irgendwie creepy, Alter. So, rein da. Da geht noch nichts. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas passiert ist, dadurch, dass wir jetzt wieder Strom haben. Aber wir schauen mal. Also zumindest teilweise Strom. Ah, wartet mal. Die Quelle hätten wir lieber für das benutzen sollen, weil im Aufzug bringt sie uns noch nichts. Wartet mal. Wir nehmen die Zelle nochmal mit. Ja, da ist viel besser, Bruder. Ist so ein Scheiß. Komm, nimm das Ding mit und let's go. So. Alter, da der Typ, der da im Eck sitzt, der wacht bestimmt auch irgendwann auf. So creepy. Yay. Party time, party time. Ja, also ich finde, die Schule war deutlich gruseliger und ekliger, aber muss ja nichts heißen. Oh, Lobotomie geht hier ab.
Alles klar, ich habe schon eine pure Vermutung, blasse Vermutung, wie ich das da, was ich hier zu tun habe. Rudi, du weißt, ne? Lass mich mal rüber. Dankeschön. So, schauen wir mal hier. Oh nein, es kommt bestimmt wieder so eine Schmutzhand. Alter, nee. Wer steht denn da? Ah ja, das habe ich gesehen. Der hat sich bewegt, Rudi. Ich muss aus der Tür raus. Seht ihr das? Das ist wie bei Silent Hill, Mann. Bruder. Du chillst jetzt mal. Du chillst jetzt mal. Bruder, du sollst kein Auge machen. Alter, das ist... Okay, Leute, das ist wieder mal maximal creepy. Du chillst aber, oder, Bruder? Du wachst nicht auf, oder? Oh, Mann. Das erinnert mich so an den Silent Hill Film auch mit diesen Krankenschwestern. Aber ich glaube, da war es umgekehrt. Wenn du angeleuchtet hast... Nee. Wenn du angeleuchtet hast, haben die sich... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Muss mal wieder anschauen. Guter Film. Schau, wie er da hinten in der Ecke steht, die Cristiano Ronaldo. Alter, ist das eklig, wie bei Blair Witch, Alter. Schau da die Wand an, der Dude. Du weißt halt nicht, wen du angucken sollst, Alter. Die können alle aufwachen. Oha. Alter, wenn die alle wach werden, ne, dann habe ich ja ein Problem. Junge, du... Ihr zwei Schmutztypen, du. Das ist schon nicht cool. Überhaupt nicht von Insel her. Oh, wow, 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 wow. Du sollst chillen, habe ich gesagt. Rudi. Du auch. Ihr sollt chillen, habe ich gesagt. Holy hell. This is totally creepy, man. Bruder muss los. Bruder muss los. Oh, Alter, das ist so widerlich. Das ist, Alter. Das ist auf eine Art ekelhaft, Alter. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, Leute. Spielt das unbedingt mal selber. Holy hell, das ist so ekelhaft. Ich bin echt kein Weicher, was so Horror angeht. Also ich kann da nachts alleine Horrorfilme gucken, ohne Schwierigkeiten. Aber das ist wirklich creepy. Sein Urgroßvater, Alter. Lampe, mach mal jetzt du kein Auge, Brudi. Das sehe nämlich jetzt so richtig scheiße. Gehst du da rein? Danke. Ich spüre irgendwas. Irgendeine Vibration. Oh, da hat sie einer ausgeschissen. Widerlich. Alles widerlich hier. Was ist das denn? Käse. Kann ich Käse mitnehmen? Lecker. Schmutz. Das. Holy hell! Holy shit! Jungs, ihr müsst definitiv am Chillen. Überall in dem Brudi! Oh Scheiße, Bruder! Du sollst kein Auge machen, habe ich gesagt! Wow! Ihr sollt kein Auge machen, habe ich gesagt! Alter, ist das eklig. Alter, ich habe den ganzen Körper Gänsehaut, Leute. Es ist so übel.
Kann hier mal das Licht angehen? Oh, nicht die Seife fallen lassen, Jungs. Was ist das? Ein Schwamm? Kann ich den nehmen? Nö. Ich kann den hier wegziehen, oder? Ah ja. Alter, was ist hier denn passiert? Was ist das überhaupt? Also auf jeden Fall sind wir hier in der Gummizelle. Alter, Bruder. Da muss ich dann doch los. Creepy. Okay, wir gehen weiter. Wir müssen irgendwas schmeißen. Wahrscheinlich so eine Seife. Kann ich so eine Seife nehmen? Ja. For free! Alter, der Typ. Da war die Party hart, du. Leck mir am Arsch. Bei dem ging der Funk ab. Jetzt darf ich bestimmt diesen Rollstuhl dahin ziehen, ey. Darf ich? Nö. Wäre auch zu cool gewesen. Okay. Let's find out what we have to do here. Kann ich den schieben? Nö. Noch nicht. Kann ich den vielleicht anstatt ziehen, vielleicht schieben? Nö. Ich kann ihn weder schieben noch ziehen. Okay. Alter, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sehe ich schon bald wieder vor lauter Bäumen nicht mehr. Soll ich da hochspringen? Nee. Warum auch? Hä? Muss sich was bewegen. Oh fuck, man! Holy shit, Mann! Hab ich jetzt einen Herzinfarkt gekriegt, Frostbrudi! Holy shit, springt der Typ einfach auf! Alter! Oh mein Gott! Puh, Bruder, da muss ich los! Alter. Das wird mich ungefähr 5 Jahre meines Lebens kosten. Da bin ich mir 100% sicher. Ey, Junge, du machst jetzt aber kein Auge, oder? Wow, 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 du sollst chillen, Brudi! Jungs, alle schön entspannt bleiben. Das ist ja ekelhaft. Na kommt. Ich muss die. Ich glaube, ich muss die einfach nur ein bisschen gathern. Dann tue ich mich, glaube ich, leichter. Okay, die ganze Stadt ist hinter mir her, Bruder. Da muss ich dann auch los. Ja, und jetzt? Alter Junge!
Holy shit. Oh Mann. Das war FIFA. Schmutz. Also ich schmeiße auf jeden Fall mal den Ball da rein. For three. Schmutzwurf. Hey, was geht ab, Brudi? Ich hab's durch die Hölle geschafft. Hier, hast was zum Spielen. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir rüber tun wollten. Wir brauchen das hier. Pass auf. Ja, sü. Ah ja, ich dachte, jetzt fällt der Strom aus und ich bin komplett am Arsch. Das wäre natürlich jetzt Bombe gewesen. Da, 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 hier, nimm das da, Brudi. Ich hoffe, ich muss aber jetzt den Weg nicht wieder zurück. Das wäre richtig scheiße. Kannst du das Ding da reintun? Dass die Tür aufgeht. Muchas gracias, señor. Alter, du weißt gar nicht, was ich gerade erlebt habe, Brudi. Es war die Hölle. Es war die Hölle, Brudi. Let's go. Mach bloß die Tür hier hinter uns zu. Das ist ja krank. Das ist ja krank, was in dem Flügel abgeht, Brudi. Jetzt mach mal kein Auge hier. Alter, wie er paranoid gleich das Ding rauszieht, dass hier ja nichts nachkommt. Aber hier ist überall Licht, hier wäre sowieso nichts. Sorry, das war richtig creepy, ekelhaft. Leute, ich bin einmal erschrocken gerade. Ich schwöre, ich wäre fast gerade gestorben. Das war ganz haarscharf am Herzinfarkt, Freunde. Holy hell, man. Alter Schwede, Bruder. Alter Schwede. Verdammt gut. Also horrortechnisch verdammt gut. Es hat mir zu viel Trial Death, das muss ich leider wirklich sagen. Aber so horrortechnisch waren schon ein paar geile Sachen dabei. So, und jetzt, wir haben es geschafft, meine Freunde. Mach den Tier noch auf. Und rein mit uns. Oh. Oh, Leute. Also Entspannung ist was anderes. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Musik verheißt nichts Gutes, sage ich jetzt mal so. Was sind hier noch mehr von diesen Puppen, Alter? Von diesen Bewegenden? Obwohl, das sieht hier eher aus wie die Leichenhalle. Was ist denn das? The hell is that? Ah, es sind wieder Puppen, yay. Was höre ich da? Was höre ich da? So was wie eine Art ekelhaften Endgegner oder sowas gab es ja hier bisher auch nicht. So was wie die alte, die Hexe, sag ich schon, die Lehrerin oder diesen Schrotflinten-Johnny. Oh Mann, na, ich wusste es doch. Ich hab's geahnt. Das ist so super creepy. Hier, zu fix offen. Das passiert mit... Alter, ist alles voll mit diesen komischen Puppen, Alter. Okay, ich muss jetzt scheinbar irgend... Okay, Brudi. Okay, du willst wissen? Du willst wissen, Brudi? Deiner Schmutzhand, Alter. Ich glaube, 3 Hits hält das Ding aus. 2 Hände, jetzt läuft's richtig, Brudi. Okay, Brudi, auf das Ding hättest du auch mal früher kommen können. Jawohl. Du kommst klar, oder? Ich halte uns hier den Rücken frei. Ich glaube, jetzt kann ich mithelfen. Okay. Alter, was... Ach, du heilige Scheiße. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ist jetzt hier irgend so ein Maskentyp oder was?
du Scheiße, Leute. Wer ist das? Alter, ich bin schockiert. Hab doch gesagt, kommt noch irgend so ein Freak. Alter, was ist das für einer, Bruder? Alter, Leute, das ist schon Next Level. Alter, ist das creepy, Mann. Ich glaube, den Typ aber nicht zum letzten Mal gesehen. Oh, da ist er ja, der Hühnerschrecker. Jetzt mach mal kein Auge, Alter! Das widerlich, Leute. Was macht der da? Okay, ich muss irgendwas finden, was ich da dagegen schmeißen kann. Hat einer von euch was gesehen? Muss ich dahinter? Sag bitte nicht ja. Da hinten sehe ich Sachen zum Schmeißen, aber... Ich sehe mich halt selber kaum, ne? Muss ich mal ehrlich zugeben. Okay, okay. Chill, 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 Bro. Kurz abwarten, Leute. Es ist so eklig. Was riecht der dran, Alter? Was bist du für ein ekliger Typ? Das ist jetzt richtig scheiße, wenn er einen jetzt erwischt und du musst alles nochmal machen. Da hätte ich jetzt mal so keinen Bock drauf. Geh mal dahinter in die Ecke bitte, Brudi. So, und der wartet jetzt, bis er... Okay, ich dachte, ich muss den vielleicht einsperren oder so, aber scheinbar nicht. Also, was mir jetzt mittlerweile auffällt, dass du ganz oft drauf schauen kannst, was der Six, was Six macht, und dann kannst du, das musst du machen, weil ansonsten wäre ich da niemals drauf kommen, dass ich da mich einfach verstecken müssen. So, weiter geht's. Alter, mittlerweile fühle ich mich in dem Spiel nicht mal mehr in diesen Schächten sicher. Oh mein Gott, genau, kaum sage ich's, Alter. Deine creepy, ekelhaften, fetten Hände, Alter. Jetzt soll ich mal lieber schleichen, anstatt so rumzurennen. Okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel.
Zieh mal hier mit raus, Brudi. Ja, leise ist was anderes. Ah. Immer hab ich den Spaß. Ah ja. Let's try... Kann ich das hier machen? Okay, die gehen nicht auf. Vielleicht kann ich die ziehen. Komm ich da hoch irgendwie? Kann ich das ziehen? Nö. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Muss ja hier das rausziehen. Das ist echt creepy, Mann. Komm jetzt mal da hoch. Hoch, hoch. Dann da festhalten. Juhu! Dann da festhalten. Machen wir uns gut. Komm, zieh mal durch jetzt. Jawohl, Schlüssel ist da. Brudi, kannst du mich wieder rüberholen? Okay, okay, cool, cool, cool. Danke dir, Alter. Let's go, let's leave. Leave, ich glaube noch, das ist noch lang nicht vorbei. Der Spaß hier. Mal helfen, bitte. Alter, aber ich muss ehrlich sagen, den fand ich bisher am wenigsten creepy. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also wie gesagt, die Lehrerin, die kickt richtig rein bei mir. So, dann einmal hier hoch. Auf geht's, durch die Schächte. Gefühlt der Tausendste. Da ist Licht. Oh nein. Ich dachte schon. Oh nein, der Fett ist wieder am Start. Oma, kannst du mal bitte leise machen? Oh Mann, oh Mann. Sexiest man alive, Leute. Wer ist auf den Typ gekommen? Okay, erstmal Hände desinfizieren. Hübscher Kerl. Rein da, jetzt rein da! Alter, was geht hier ab? Da lebt noch jemand. Was zum Teufel? Das ist ekelhaft. Jetzt aber Ronaldinho-mäßig schnell da hoch, Brudi. Geh halt hoch.
Jetzt? Ist da hinten die Zelle? Ihr wollt mich verarschen, oder? Zieh das Ding raus, Brudi! Hoch da! Oh, schnell! Schnell, bevor der Typ mit seiner Reanimationsnummer fertig ist, Brudi! Alter, ich habe einfach den Ding ausgeschalten wie so ein Irrer. Was für ein Arschloch-Move von mir. Okay, ich hätte durchziehen sollen. Brudi, los jetzt! Oh ja. Oh ja. Schnell, Brudi, zieh mal durch. Oh Mann, oh Mann. Alter, war das wieder close. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Bruder, jetzt zieh durch, Alter. Rein in den Ofen. Da müssen wir ihn da reinlocken. Ah, zieh. Mach die Tür auf. Oh, mach die Tür zu. Wir haben ihn verbrannt, Alter. Wie sick ist das, Brudi? Aber genau das gehört sich's. Sie wärmt sich die Hände dran. Bruder, da muss ich echt los. Holy shit. Was, das ist sick shit, man. Okay, du chillst hier noch ein bisschen. Ich mach hier mal weiter. Kommst du? Könnte ich hier mal brauchen. Wow. Das war heftig, Leute. Puh, Leute. Also auf Horrorebene echt nicht schlecht. Leute, eingewiesen. Ich sag's euch, wie es ist. Nach der Folge gehöre ich mich auch eingewiesen. Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten. Ich bin erstmal durch.